Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Wir machen jetzt mal noch ein Spiel. Dann haben wir noch 20 für den Sonntag übrig. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt hier noch einen Sieg einfahren kann und wir mit 4-1 starten. Das wäre schon mal gut. Die eine Niederlage bisher war halt auch schon total bescheuert von mir. Schlecht gespielt, aber. Und im letzten Spiel, oh mein Gott, auch wieder nicht konzentriert genug gespielt, weil ich einfach gedacht habe, das macht sich von alleine. Aber das ist echt das Problem bei FIFA 18. Hier wird halt eine Unkonzentriertheit noch viel mehr bestraft, weil es so einfach ist, Tore zu schießen. Im Vergleich zu den anderen FIFA-Teilen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das habe ich schon bei FIFA 18 gesagt, bei FIFA 17 gesagt, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich bin echt jetzt schon gespannt, wie dann FIFA 18 wird. Und ja, es ist auf jeden Fall wieder deutlich anders. Und ich bin echt gespannt, wie dann FIFA 19 wird. Ob dann wieder Tore schießen im kompletten umgedrehten Fall ultra, ultra schwer ist. Ich bin halt auch gespannt, ob sie den flachen Schuss entschärfen, weil der ist ja jetzt schon in FIFA 17 ziemlich effektiv gewesen. Jetzt in FIFA 18 scheint er mir sogar noch ein Tick effektiver zu sein. Und meistens, wenn irgendwas zu geil ist, dann schwächen sie das dann irgendwann so krass ab. Das war ja wie mit den Kopfballtoren. Ich glaube, bis FIFA 14 waren, glaube ich, Flanken und Kopfballtore halt Nonplusultra, war einfach super einfach. Und hier haben wir ein moderates Team. Eriksen, ZOM, okay. Okay. Und dann hatten wir halt, ich glaube, ab FIFA 15 war das dann, dass halt Kopfballtore und Flanken gar nicht mehr funktioniert haben. Und jetzt in FIFA 18 ist eigentlich der erste Teil, wo man wieder anständige Flanken spielen kann. Es ist zwar bei Weitem nicht so einfach wie damals, über Flanken Kopfballtore zu erzielen, aber es ist deutlich einfacher wie in den letzten Teilen, wo es ja wirklich eigentlich so kaum ging. Oh Gott, Player of the Month. Was holen die sich dann immer alle diesen Player of the Month? Das ist alles so schweineteuer im Vergleich dazu dann irgendwelche Schrottspieler drin. Ja, Player of the Month. Kane. Das ist natürlich krass. Und er spielt ja nicht als Stürmer, aber vielleicht geht er ja dann in die Pause und wechselt. So, jetzt aber konzentrieren, nicht so viel labern und ich will jetzt dieses Spiel gewinnen. Abgefälscht, oder? Ja. Khedira, komm, da hat er schon mal ein Kopfballtor gemacht. Geht leider nicht auf Khedira. Steht ultra dicht, der steht wirklich ultra dicht, aber dadurch hat er dann zum Glück vorne nicht so viele Spieler, also wahrscheinlich wird Kontern für ihn recht schwer. Guckt euch das an, wie viele Leute da sind. Was ist denn los bei dem? Da hat er eine Viererkette gespielt. Spielt er auf Abwehrriegel jetzt schon, oder? Sind ja gefühlt zwei Viererketten. Alter, war das ein Krampf. Aber das war mal richtig geil gespielt, weil wir halt einfach uns die Zeit genommen haben, uns dann geschafft haben, uns durchzukombinieren und da flach dann einen guten Abschluss zu finden. Oh, das war krass. Aber jetzt kann aber wenigstens niemand, ich denke, er spielt nicht mehr so defensiv. Was ich schon mal gut finde. Krass, krass. Aber ich denke mal, jetzt stellt er das um und wird Kane in den Sturm stellen. Weil er macht irgendwie wenig Sinn als rechter ZOM. Das müsste ein 4-2-3-1 sein mit zwei ZOMs. Ja. Dass das so eine dichte Formation ist, aber der muss doch auch sehr defensiv spielen, weil der hatte fast noch, also er hat auf jeden Fall eine Dreierkette vor der Viererkette gehabt. Das heißt, einer von den drei ZOMs hat sich nach hinten fallen lassen, wahrscheinlich Gündogan, denke ich mal, der in der Mitte.
Das war ja echt krass. Mal gucken, wie er jetzt spielt. Vielleicht stellt er ja auch die Formation um. Das war natürlich super knapp, ne? An den Spielern vorbei. Also so ein bisschen Glück, dass der da durchging, der Ball hat man schon. Das gehe ich mal auf sehr defensiv direkt, weil wenn er die Formation weiterspielt, hat er es einfach so schwer, sich hier durchzukombinieren. Dann will er direkt den Distanzschuss, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Schön, wie er da die Abseitsreihe, wie er da die Abseitsfalle stellt. Tja, hätte ich es doch mit Andersson alleine machen sollen. Aber der Pass kam auch einen Tick später, als ich gehofft hatte. Wollte ihn mal frech reinschlenzen. Das hat zum Glück nicht funktioniert. Ich muss mal kurz überlegen. Scheint nicht mehr so abwartend zu verteidigen, wie man sieht. Ja, also das war fast klar, dass der nicht durchkommt. Da wahrscheinlich nicht so viele Leute. Mein Spiel gefällt mir bisher, aber ich muss so konzentriert weiterspielen. Steht das 1-0? Antizipiert er gut. Schade. Ich bin mit dem. So eine Scheiße. Ich bin mit meinem Finger auf Tackle gekommen, wodurch er einen Schritt macht und dann stehen bleibt. Ach Mann, erster Abschluss und der ist drin. Ich meine, war eigentlich auch dann gut durchkombiniert. Ich weiß nicht, ob ich es hätte anders verteidigen können, wenn er nicht, wenn ich nicht getackelt hätte aus Versehen, aber ärgerlich, ärgerlich. Kann man nichts machen. Jetzt steht es wieder unentschieden. Jetzt wird er wieder anfangen, hier mit 100 Mann zu verteidigen. Egal, konzentrieren wir uns und machen jetzt einfach noch den Führungstreffer. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder führe, gehe ich nur auf defensiv, nicht wieder auf sehr defensiv, damit ich hier dann schon wieder macht er die Abseitsfalle. Schade. Das ist aber ganz gut, weil wenn die in die Hose geht, ist man halt so krass durch. Also es freut mich immer, wenn die mit Abseitsfalle spielen. Das ist, glaube ich, erst der zweite Gegner, der das macht. Und der erste Gegner, der das gemacht hat, hat auch genau deswegen ein schönes Tor gefressen. Konzentrieren. Ja, zum Glück war er ziemlich weit außen, kann nicht alleine aufs Tor. Wenn er da einen schönen Kopfball ins lange Eck schafft, dann haben wir ein Problem. Verteidigt halt wieder mit 100 Mann, das war halt so klar.
Oh, ich habe schon wieder diesen scheiß Wackelkontakt auf meinem Headset. Was ist denn jetzt los? Das klappt doch sonst immer gut. Jetzt verstellt sich das irgendwie die ganze Zeit. Das nervt. Jetzt habe ich wieder nur auf links. Gucken, ob ich es eingestellt bekomme. Ohne Sound spielen ist so ungewohnt. Ich hab's wieder nur auf links, ey. Scheiß drauf. Besser als nichts. Aber echt unangenehmer Gegner, weil er so krass defensiv verteidigt und man so schwer durchkommt. Zum Glück ist er dann in der Offensive nicht so gut. Aber dadurch, dass er halt so krass defensiv spielt, kann er halt auch einfach nicht so viele Spieler in der Offensive haben. Wäre es gewesen, wenn Musacchio hier schon wieder ein Tor macht? Kolasinac, ich habe gerade gemerkt, dass er den hat. Genau das wollte ich zudecken, dass er da auf Gündogan spielt. Ich wusste, dass er durchläuft, aber keine Chance mehr gehabt. Alter, guckt euch an, wie defensiv das ist. Hat einen Mann von, wer nicht. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, er kann auch nicht so krass kontern, wenn er niemanden von hat. Man muss es halt langsam aufbauen. Alter, aus der Situation schießen, da wäre nichts passiert. Das kriegt doch noch eine Ecke geschenkt. Ah, Icardi halt nicht so die Pace war, ne? Was soll ich machen? Es war niemand da zum Anspielen. Oh, der geht nicht raus, krass. Das habe ich ja gar nicht gerechnet. Schade. Sehr schön mit Musacchio gemacht. Und wie keiner nachkommt, er bleibt einfach hinten stehen. Das ist so krass. Geht nur auf Defensive, der Typ. Ich habe noch nie gesehen. Also das ist wirklich der defensivste Spieler, den ich bisher hatte in FIFA 18. Und das, obwohl wir schon mal gegen eine Fünferkette gespielt haben. Oh, den kannst du doch aufnehmen, das ist doch kein Rückpass.
Macht er gut mit Bellerin. Da soll der Pass auch nicht hingehen. Mann. Oh, da haben wir ihn aber schön unter Druck gesetzt. Ich glaube, das hat er so nicht geplant. Ja, und jetzt bekommen wir nämlich einen Einwurf zu dem Ballbesitz. Sehr gut. Schöne Idee, hat leider nicht funktioniert. Wirklich zum Kopfball, ey, zum Glück daneben. Macht er kurz? Nö. Oh, jetzt macht er's! Scheiße! Wieso? Oh, wieso, wieso, wieso? Er macht stundenlang nicht diesen. Es ist natürlich meine eigene Schuld, ich muss ihn ja nicht kurz machen. Aber er macht stundenlang den zweiten Spieler und dann nimmt er plötzlich den. Jetzt kann ich's vergessen, der spielt so defensiv, ich schieß kein Tor mehr. Oh ey, zum Kotzen! Die ganze Zeit nimmt er die zweite Reihe und dann geht er auf den. Genau in dem Moment, wo ich passe, so zum Kotzen. Natürlich meine eigene Schuld, ich muss es ja nicht machen, aber trotzdem. Das ist ja trotzdem auch Glück vom Gegner. Oh fuck. So dumm von mir. Hätte ich wenigstens auf den Außenspieler gepasst. Oh, ich bin so bescheuert, ey. Mit seiner beschissenen Scheiß-Drecks-defensiven Kacktaktik hier. Foul. Das war aber auch beigespielt, krass. Ja, das Ding ist durch. Wie gesagt, eigene Schuld darf ich nicht verlieren. Krass getackelt. Ja. Verdienter Sieger, weil ich Scheiße baue am Ende und dann verdient verlieren. Och Mann, aber ich kann ganz froh sein, sonst wäre es ja bestimmt in die Verlängerung gegangen und ich habe gar keine Zeit mehr für eine Verlängerung, deswegen, ja, irgendwie trotzdem was Positives mitnehmen. Ich hätte eh keine Zeit für eine Verlängerung gehabt. Ja, wir können festhalten, die zwei Spiele, die wir bisher verloren haben, sinnlose Niederlagen mit dummen, sinnlosen Scheißfehlern und ich hoffe, dass ich am Sonntag noch besser spiele. Ich meine, 3-2 ist okay, aber ich könnte halt auch 5-0 spielen. Wenn ich die gleichen Gegner gehabt hätte, ich hätte 5-0 spielen können, ganz einfach. Der Gegner war total beschissen und ich schenke seiner scheiß defensiven Abwehr natürlich das 2-1. Und das 1-1, da konnte ich glaube ich nicht so viel machen, das hat er gut gespielt. Aber das 2-1 war halt einfach dumm. Aber wie gesagt, ich hätte eh keine Zeit für eine Verlängerung gehabt. Von daher macht's gut, tschüss.